Oh. Yay. Diese kleine Ratte. Er ist mir entwischt. Oh. Was? 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 Wie denn? Meine Männer sind tot. Der Priester kann es nicht alleine gewesen sein. Das ist schlicht und einfach unmöglich. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Du nennt mich Ned die Plage. Und überall, wo ich aufkreuze, lauert der Tod. Was ich eigentlich wissen will, wer zum Teufel bist du? Ich bin die rechte Hand Gottes. Es ist mir völlig egal, wessen Hand du bist. Bastard! Och, nö. Was? Ah. Okay, Duell. Warte den Pfiff ab. Du kannst nur schießen, wenn Ned zuerst nach seiner Waffe greift. Okay. Ja, versuchen wir es. Warte auf das Startsignal, benutze anschließend die Maus. Ja, nach unten, nach oben hatten wir ja schon. Ja, okay, wünscht mir Glück. Was? Was? Hä? Ich konnte ja nicht mal ziehen. Wenn der sofort mit einem Schuss mich hat, dann... Oh Gott. Ich sehe nicht mal. Hä? Ich habe auch, glaube ich, nicht mal ein Fadenkreuz gesehen. Habe ich die Maus nicht schnell genug runtergezogen oder weil? Oh Mann. Ich glaube, das hier dauert länger als das erste Duell. Keine Ahnung. Ohne Scheiß. Oh ja. Oh ja, Baby. Priester, kannst du mich hören? Kannst du einer verwandten Seele die Absolution erteilen? Der Seele eines Mörders? Der Herr kann dich hören. Sag, was dich bewegt. Es wird einen Überfall auf den Zug geben. Auf der Brücke. Sie werden die Gleise in die Luft jagen. Beeil dich. I did it! Yes! Es ging nicht so leicht, die Maus runterzumachen und wieder hoch, damit er zieht. Das habe ich jetzt echt nur einmal geschafft. Und dann ihn aber Gott sei Dank auch. Alter. Ja. Ob wir dann jetzt wohl wieder Billy sein werden? Wir werden es sehen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Lasse all die, die das Zeichen der Wessen in Angst und Schrecken untergehen. Denn ich werde sie auf meiner Suche nach dem Mörder finden. Bist du hier, Billy die Kerze? Bist du hier drin, Sohn des Teufels? Ich bin wegen dir gekommen und ich werde dich in die Hölle schicken. Schüsse, ich muss mich beeilen. Okay, anscheinend nicht, Billy. Ich bin gespannt. Okay.
Hey, wo sind meine ganzen... Wo ist mein Dynamit und alles? Und... Ist alles weg. Hey, du... Was geht hier vor sich? Der Zug. Wir können sie noch abwehren. Aber lang halten wir nicht mehr durch. Hast du jemanden auf dem Dach des Zuges gesehen? Ich brauche Hilfe. Ich glaube, die kommt zu spät. Moment. Bist du denn? Was? Hallo? Okay, ja, hier so. Okay, solange nichts auf Zeit geht, ist gut. Kling, kling. Na, wo ist denn der Soldat? Wir wollen nur deine Jacke. Genau, und der Stiefel auch. Was? Hey, du! Zahlen, Bastard! Sheriff! Der Sheriff kommt! Mann, ey! Und hier? Ja? Ich möchte gerne mal richtig schicke Wummen, die nicht verrostet sind und nicht voll schnell glühen und... Ja. Ich bin halt Anti-Western-Ego-Shooter verwöhnt. Hä? Wo ist denn der Typ hingefallen? Oh! Ja? Hä? Hier ist ein Waggon? Warum denn? Oh! Wir nominieren den Patre und so. Stirb, du Hund! Das war nicht geplant. Priester und Leichenschänder. Ja, wo denn? Genau. Hast du dich versteckt, du Arsch? Ja. Ich habe gedacht, auf normal spielen wird schwerer. Aber ich bin sehr erleichtert, dass ich das doch bisher ganz gut gewuppt kriege. Ich habe sogar wieder volle Muni. Die Geräusche immer. Und auch wenn ich das hier nicht so gut kann, aber wenn ich das sehe, vermisse ich Billy. Headshot die Ohr aus dem Zug raus. Bist du unnormal? Ja, lauf lieber weg. Oh, der kommt gar nicht hoch. Ja, bap. Oh, was, wie? Ach, ihr meint mich. Okay. Bevor mein Leben noch geringer wird. So. Okay. Nein! Oh Gott. 14 Leben. Hast du Alkohol dabei, Digga? Oh, ja. Dankeschön. X und D. Hua. Ey, schon wieder nur 37. Habe ich nicht eben noch gesagt? Dafür, dass es normal ist, ist ja gar nicht so schwer. Ich krieg das gut hin. Wo denn?
Du Arsch. Cis. Kannst du in den Zug rein, alter Mann? Ja. Ja, ja, ja. Erfahren wir hier wieder was über die Entwickler? Ja. Warum darf ich die? Ich wollte gerade sagen. So, Slavek Latos. Man nennt ihn Reiter ohne Pferd. Allerdings ist nicht bekannt, warum er diesen Namen trägt. Gehört der Grafikerbande an und... Grafiker! Entschuldigung. Und wird gesucht wegen der Call of Juarez Charaktergestaltung. Man muss nur einen Blick auf die Charaktere werfen, um zu verstehen, was er verbrochen hat. Oh ja. Viel zu große Hände und Füße, alles in allem ein Neandertaler. Sieht aber nett aus. Okay, alles nachgeladen, okay. Ich könnte ja mal... Einfach mal so. Oh, wenn ich da noch rein will, habe ich ein Problem. Ich glaube, eigentlich wollte ich da noch rein. So. Na? Du bist erledigt. Ey, das waren 100 Headshots. Und du lebst noch? Mein gutes Feuer breitet sich nicht aus. Also jetzt übertreibt er aber. Lukas Musinski. Ein randalierender Landstreicher, der angeblich gern mit Marionetten spielt. Zumindest ist er für alle Animationen von Call of Juarez zuständig. Genug, um ihn hängen zu lassen. Ja, echt mal. Sauerei. Pling. Dong, ding, dong. Das klingt immer, als wäre hier irgendwie so eine Türglocke. Dong, ding, dong, 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 ding, dong. What about you? Nö. Okay. So viele Steine, wo die sich hinter verstecken können. Oh. Oh, die Seile. Schön, schön. Ich traue dem Frieden nicht. Schon gar nicht, weil die Musik noch läuft. Oh, 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 oh. Moment, Moment. Ich muss erstmal anvisieren und dann muss ich so machen. Das war ein Schuss zu viel. Oh, jetzt glüht die schon. Ich platze gleich. Na, egal. Dann benutze ich die halt, bis sie explodieren. Mir auch egal. Doofe Knarren von früher, ey. Bei Call of Duty gehen die nicht kaputt.